Ja, Leute, es ist soweit. Anime-Duelle geht in die nächste Runde. Und heute haben wir wieder ein Duell der Extraklasse. Und zwar auf der einen Seite Jubel und auf der anderen Seite Dimitri. Und Dimitri sagt den anderen vielleicht nichts, aber ist ein Charakter, der immer Decks kopiert hat, beziehungsweise sogar geklaut hat und unter anderem auch Yugi's Deck oder auch von Joey und so. Heißt, wir haben hier ein paar retro-lastige Karten und vor allem auch sehr starke Power-Spells und Traps. Jubel hingegen spielt auf Heilige Ungeheuer und da bin ich mal gespannt, wer gewinnen wird. Ich werde eben Jubel spielen, CK Phoenix wird Dimitri spielen und da bin ich mal gespannt, wer gewinnen wird. Wie immer, das Ganze ein Best of 3. Bedeutet, falls ihr sehen wollt, wer das Match gewonnen hat, müsst ihr zu ihnen rübergehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins Deck. Da sind wir auch direkt drin und ja Leute, ich habe es bereits gesagt, Jubel ist nicht das, was ihr denkt. Denn ja, natürlich, Jubel ist aktuell Meta im TCG, aber wir spielen hier nicht die neuen Karten, sondern leider nur die alten Karten. Von daher, ja, müssen wir eben auf die zurückgreifen. Zunächst einmal, ja, Jubel hat Exodia gespielt und wir haben die ganze hier natürlich drin. Mit Glück können wir das Ganze ziehen, denn wir haben viele Draw-Karten. Unter anderem zum verrückter Nachlader, der lässt uns einfach mal zwei Karten ziehen. Allgemein, die Strategie dieses Decks basiert darauf, die Heiligen Ungeheuer irgendwie einen Friedhof zu bekommen und sie wiederzuholen, beziehungsweise für Fusionsbeschwörung zu nutzen. Das ist so der Trick. Dann haben wir Grabwinder. Ja, nicht den krassen, den ihr kennt, sondern diese. Die kann eben eine Karte auf dem Spielfeld zerstören, was ziemlich gut ist. Dann haben wir Samsara Lotus, revived sich wieder. Dann haben wir Riesenkeim, recycelt sich, beziehungsweise kommt aufs Feld, was ziemlich gut ist, weil wir eben dadurch eben Tributmaterial haben. Dann haben wir Chaoskern, der ist perfekt. Der holt uns alle Heiligen Ungeheuer direkt in den Friedhof. Verdummtes Chaos, ja, spielt man hier. Man hat jetzt nicht so viele Targets. Man will die Heiligen Ungeheuer eigentlich nicht verbannen. Könnte man aber eben natürlich theoretisch hier machen. Dann haben wir einmal hier noch von Tom Himmelsprenger. Super gut, um Materialien zu bekommen. Umso besser natürlich eben mit Raviel. Dann haben wir Dunkelheitsbeschwörender. Tipptopp, ne? Auch hier Tributbeschwörung. Können wir sofort ein Heiliges Ungeheuer holen. Dann haben wir Tributmonster. Tributmonster Labergolem. Sehr nice. Können den Gegnermonster wegnehmen. Schleifgolem. Ist ein bisschen risikoreich, aber wir kriegen Tokens, die wir tributieren können. Und unsere Fallen funktionieren mit den Tokens. Deswegen ist das ziemlich gut. Dann haben wir drei Heiligen Ungeheuer natürlich. Und dreimal Jubel. Muss natürlich sein. Dann haben wir Wiedergeburt. Wie gesagt, Topf der Gier. MST und Goldball, wie immer. Und dann haben wir hier Topf der Trägheit. Gute Drawkarte, nehmen wir mit. Dann haben wir die Fusionskarte schlechthin. Denn ja, Leute, wir können unser Bossmonster holen. Und es ist sogar relativ gut möglich mit diesem Deck. Dann haben wir Zauberchroniken. Und ja, Leute, die sieht so ähnlich aus wie die aktuell stronge Karte. Ist sie aber nicht. Dann haben wir hier als ebenfalls Support Heilige Ungeheuer, Heilige Ungeheuer. Wir hatten Mystische Raum der Typhoon. Nachladen, um die Hand zu verbessern. Hand zerstören, um keine Friedhof zu bekommen. Und jetzt kommen die Traps, von denen ich geredet habe. Funktioniert generell, wenn ein Angriff deklariert wird, wir können es opfern. Das heißt, wir können jetzt theoretisch, wenn wir Schleifgolem geben, das Token opfern. Gegnerischer Schleifgolem wird zerstört. Haben wir noch ein Token? Ist ganz okay. Finsterer Samen gibt uns noch mehr Monster, wenn ein Schleiftoken zerstört wird. Dann Hassbursche können wir eben nutzen. Ebenfalls Ziel eines Angriffs gewählt wird, können wir halt sehr gut nutzen und dann wieder Ruf der Gejagten und das Ganze haben wir. Ja, ist das Deck. Es ist an sich sehr nice. Wie gesagt, es kann natürlich durchaus bringen, aber es hat einige Kombinationen und doch, ich bin gespannt, wie das Deck jetzt hier performen wird. Let's go. Ist das Bonfire? Das ist Bonfire. Und weißt du warum? Warum? Ich habe die Hoffnungsfackel angemacht. Okay. Dass ich nicht bricke. So. Oha, sehr wild. Oha, sehr wild. Würde ich auch sagen. Und ich glaube, mein Avatar spiegelt es perfekt wieder. Was spiele ich eigentlich? Das frage ich mich nämlich selber. Dementsprechend ziehen wir mal. Oh, ich habe sehr gute Karten gezogen. Boah, das ist echt nicht einfach. Ich sag dir, wie es ist. Das glaube ich dir gern. Ich würde sagen, ich fange ganz entspannt, ja, und ganz lässig hier mit den verdeckten Monstern. Und ganz lässig T-Set. Und können wir mal anmerken, dass ich das erste Mal in der Geschichte Hüllen gewechselt habe? Stimmt, ja, du hast die Jubelhüllen. Aber nein. Hallo. Passt ja auch. Ja, was muss, wenn es kein Avatar gibt, müssen es die Hüllen sein. Ja. So. Okay, ja, weißt du was? Ich spiele eine Karte verdeckt und du bist. Was? Nein, das spielt mir überhaupt nicht in die Karten. Hä? Das ist richtig schlecht für mich. Nein, hä? Warum? Warum das? Ja, egal. Ja, mein Plan geht voll auf. Wie machen wir das denn jetzt?
Oh, das ist jetzt echt nicht einfach, mein Lieber. Oh, das ist Musik in meinen Ohren, das freut mich zu hören. Ja, wir machen hier den ganz entspannten hier. So, ich weiß, ich habe keinen Druck so. Du machst keinen Druck, dann brauche ich auch keinen Druck machen. Easy. So, ich merke schon, Brick City ist so unser Ding. Ein bisschen, ja. Oh, noch eine Set. Okay, jetzt kriege ich aber auch voll mit der Angst zu tun. Kannst du mal ein Monster spielen? Ich bin eigentlich so ein... Ja, also jetzt werde ich es ganz sicher nicht tun. Also eigentlich bin ich ein reaktives Deck, also... Aber wie soll ich denn reaktiv spielen gegen das? Ja, du, ganz ehrlich, das ist halt traurig so, also... Also es ist halt schon traurig, aber... Ich sag's dir, meine Zeit kommt. Da bin ich gespannt. Weißt du, was der Witz ist? Ich glaube, du sammelst schon wieder Steine. Und ich hab keinen Stein. Ich wünschte, ich hätte einen, weil dann könnte ich jetzt spielen, aber. Was ist das denn, Digi? Backrow Torbo oder was hier, Bist du bereit? Ich bin bereit für was auch immer. Warte, geht das überhaupt? Ich muss mal lesen. Oh, das ist natürlich sehr gut, mein Lieber. Ah, ich freue mich. Also, ich fange an mit einem Monster, ja? Ja. Und zwar Phantomhimmelsprenger. Oha, du kriegst so viele Token. Ja, gut, ich habe ja keinen Platz mehr. Also ich kriege nur zwei statt, ja, halt noch ein mehr. Zwei ist ja das Maximum, was man kriegen kann. Ja, streng genommen. Oh, die sehen echt cool aus. Nee, man kann sogar, wenn du eine extra Monsterzone was hast, ja theoretisch. Also theoretisch. Stimmt, dann kannst du drei. Aber was? Jetzt hast du gleich gar keine mehr. Nein! Heißender Tribut! Bitte triggert der auf. Nein, wenn die durch Kampf zerstört wird. Nein, die alle sind durch Kampf. Ich bin so hopst. So Riesenkeim oder was? Nein! Warum? Scheibenkleister. Oh, oh mein Gott. Oh, verrückter Nachlader und Grabwinder. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist ja lecker. Ja, es ist voll lecker. Nein. Oh Mann, okay. Warum hast du diese Karte? Das war einfach der maximal satisfyende reißende Nein. Tribut. Nein. Und jetzt ist das Feld frei Nein. für Gazelle, König der mythischen Bestien. Nein. Reißende Tribut habe ich komplett aus dem Leben genommen. Direkter Angriff. Alter, ich finde das voll unfair von dir. Und du hast sogar noch eine Push-Karte, ein Demon Step. So ein Ding ist das also. Hä, woher willst du das wissen? Weil die Phase aktiviert wurde. Na, das so, mein ist, Lieber hier. Jetzt hab ich, hätte ich mal eben machen sollen schon, aber naja, egal. Ja, lol. Was ist MSD? Also was? Ja? Ich mach magische Störung. Jo! Ja, ich werf meinen Korribo ab. Na gut, das war ja kein Brick. Nee, es war kein Brick in dem Sinne, aber... Schön, schön, schön. Die Karte scheint ja so wichtig zu sein. Okay, 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 ich ziehe. Es wird nicht besser. Aber, da du verhindert hast, also zum Beispiel hast du meinen verrückten Nachlader, lade ich jetzt selber nach. Und Zerstörung! So, nein. Jetzt kannst du zwei deiner Bricks loswerden. Okay, 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 okay. Warte, warte, ich muss mal lesen. Erst auf den Friedhof und dann ziehen, das tut echt weh. Toh, das tut mir überhaupt nicht leid. Nein! Oh, doch, gut. So, ich nehme einmal Raviel. Oh. Sauerchronik. Ja, ich werf das schwarze Magiermädchen und Fusion ab. Oh. Oh, es wird so schön, mein Lieber. Ah, ich habe richtig Bock. Ich bin gespannt. Und zwar, boah, jetzt muss ich aber, du hast ja gar keine Monster, dementsprechend fange ich jetzt auch an mit Normal Sammeln. Chaoskern. Oh, okay, der kann die alle auf den Friedhof legen. Sehr gut, und setz ihn in deine Karte verdeckt und dann bist du dran.
Ich sag's so, ne? Also ich bin ein Aufbaudeck. Also du hast mich ja komplett an Aufbau schon bereits verhindert, aber bauen wir von vorne. Der ist problematisch. Wieso? Kannst du angreifen? Ja. Aber ich kann auch zuerst mal meinen Topf der Gier aktivieren. Oh no! Ich annulliere das nicht. Okay. Oh, okay. Ich würde sagen, ich. Ja, schwierig jetzt. Was machen wir denn? Ich rufe meine mystische Elfe im Angriffsmodus. Nur um dem zu outen. Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist ja funny. Und dann aktiviere ich. Was? Nein. Monster-Reanimation. Nein, das tust du nicht. Doch, ich hole mir mein schwarzes Magiermädchen zurück. Warum pressurest du jetzt eigentlich so? Niemand hat gesagt, dass es vonnöten wäre. Ja, doch. Also ich habe keinen Bock auf die heiligen Ungeheuer. Wenn du wüsstest. Die sind schon direkt vor deiner Haustür. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die die richtige Klingel finden. So. Mystische Elfe. Nixer! Erstmal hier. Protecten wir uns hier. Ich hab's mir fast gedacht. Also, das war ja klar. Das wusstest du ja. So, und jetzt legen wir den Friedhof. Hä? Wie, was kann ich denn machen? Friedhof oder? Hey, warte. Und oder auf deiner Friedhoflinie? Warte. Kannst bis... Achso. Ja. Oh, wie gut. Ich kann das ja mehrfach machen. Ja. Oh mein Gott, viel zu gut. Okay, dann kann ich ja zwei einfach abnehmen. Wee, wee. Ich freue mich. Das glaube ich dir. Ja, ich möchte den Effekt gerne nutzen. So nicht, mein Lieber. Psst. Tja, ja. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Möchtest du den Effekt nochmal nutzen? Ja. Habe ich mir fast gedacht. Tja. So, aber das war's mit Effekt. Los, schwarzes Magiermädchen. Du bist direkt in meine Falle getappt. Und zwar Chaosausbruch. Oh nein. Ich opfere mein Monster und dein Monster wird dafür zerstört und verlierst Lebenspunkte in der Höhe des angreifenden Monsters. Boom. Nein. Ah nee, nur die Hälfte. Naja. Nee, 1000 Schaden kriege ich einfach. Achso, ja. Stimmt. You're right. Man muss auch zu Ende lesen. Yugi-Spielern lesen. Du weißt ja. Na gut, dann spiele ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Ich hoffe für dich, dass das was Gutes ist. Sonst ist das dein Untergang. Und zwar Hyperlure. Nein! Ich nutze seinen Effekt. Ich werfe Jubel Tarkinate ab. Ich werfe mich selber ab. Nein. Und rufe aufs Spielfeld. Nein. Nein. Was nehmen wir jetzt? Hamon oder Uria? Das ist echt schwer. Wen nehmen wir denn? Oh nein. Hä? Na, du kannst ihn nicht beschwören. Weil der nicht mit seiner Summoning Condition zuerst Nein! Beschwört. Wie schlecht sind die? Stimmt, das ist das Ruling von der Karte. Der muss erst mit seiner Summoning Condition beschworen werden und dann kannst du das. Obwohl, da steht ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Das ist so schlecht. Ja, ich weiß. Was ist das? Nein. Das ist so schlecht. Darüber hatte ich sogar damals mal ein Video gemacht, das ist aber Ewigkeiten her. Egal. Nicht egal. Oh, das ist jetzt. Aber mir wollte keiner glauben. Was? Dass dieses Ruling so funktioniert. Ja, das ist jetzt traurig. Ja, dann gehe ich meinen Zug ab. Hä? Was? Was für ein Müll? Ich dachte, ich wäre jetzt so richtiger Gottposition. Einfach Raviel, Hamon und so. Ich dachte, ich habe voll Combo. Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. No, 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 oh, oh. No, 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 no. Ich opfere mystische Elfe und Gazelle, König der mythischen Bestien. Mhm. Für den dunklen Magier des Chaos. Das Timing könnte ja nicht besser sein. Direkter Angriff. Oh, lächerlich.
Das und in der Endphase möchte ich aber jetzt bitte auch meine Zauberkarte kriegen. Topf der Gier. Ja, ich weiß ja nicht, was du sonst so im Sinn hast. Aber Wiedergeburt ist da auch schön. Kannst ja versuchen, meinen heiligen Ungeheuer zu holen. Ich muss sagen, Wiedergeburt ist actually auch eine Option, ne? Also, ja, aber ich nehme Topf der Gier. Ey, dieser reißende Tribut, ey, komplett aus dem Leben genommen. Der ärgert mich richtig, weißt du? Der ärgert mich richtig hart, Alter. Das glaube ich dir gerne. Oh, warum? Warum bist du so ein Spielfer, der... Mit dir will niemand spielen, ey. So, ja, Call. Demok ist auch noch ein Counter. Ich könnte einfach nur kotzen, Alter. War doch so, ne? Ja. Weil er verbannt, ne? Ja, was für ein lächerlicher Müll hier so, ey. Was für ein lächerlicher Müll. Ich könnte heulen, Alter. Ah, nee, ey. Nee. So, dann würde ich gern nochmal Topf der Gier aktivieren. Ich merke, dir geht's gut. Format lässt grüßen, ja. Ich merke, dir geht's gut. Kein Ding, du. Ich brauche nur die Bett auf dem Feld. Oh. Erstmal will ich sehen, was du da verdeckt hast. Ja, ey, use Schwerter dafür. Es ist so lächerlich, Alter. Hab Angst um meinen Kopf. Oh. Ich hab was so viel Schlimmeres als den Exodia-Kopf. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Oh mein Gott. Hä? Oh. Mein Chaos-Monster kriegt gleich einen Bro. Nein, BLS. Oh, das der ist eine und einzige. So unfair. Sogar noch, als Effektmonster. Gib mir noch einen Zug. Bitte, nein. Oh, warte. Sagt BLS, muss, falls man sich durch Kampf zerstört. Natürlich sagt er nicht auf dem Friedhof gelegt. Warum sagt der das nicht? Ah, frech einfach. Frech. Den hat Yugi nicht mal gespielt, den hat nur Dimitri gespielt. Frech. Boom. Frech. Dunkler Waage des Chaos. Bam. Auch wenn der Charakter diese Woche mir natürlich gefallen hat, wollen wir das Rad drehen für einen neuen Charakter. Und wir haben da viele von. Und let's go. Und. Und was denken Sie? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, mal lieber, wir stoßen an. Dimitri. Ah! Okay, krass. Schon ironisch, dass wir den Charakter bekommen, gegen den ich gerade gespielt habe. Aber, was ich auch getan habe, noch weitere Duelle gegen diesen Charakter. Das heißt, falls ihr sehen wollt, wer das Best of 3 gewonnen hat, müsst ihr zu Seeker Phoenix vorbeischauen. Dort ist, wie gesagt, eben das Best of 3 zu Ende gespielt. Und was bleibt mir noch übrig? Also sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.